So, unser heutiges Spiel gegen Burghausen FC. Ihr seht, vierter Platz. 9 Punkte. 2 gewonnen, 3 unentschieden, 1 verloren. Also da sind wir mit unserer Statistik eigentlich ziemlich gut dabei. Ja? Schauen wir mal schnell zu unserer Aufstellung. Vierer Abwehrkette. Das Problem ist natürlich, was wir schon erwähnt haben, unsere 3 verletzten Leute. Und das ist wirklich schon bitter. Tja, das ist einfach so teuer alles. 14 Verteidigung. Jetzt müssen wir aber trotzdem mal schnell nochmal kurz hier reinschauen. Wir haben eine 5er Abwehrkette. Okay, wir hätten gerade mal noch einen Auswechselspieler in der Abwehr. Wir haben halt leider keinen mehr im Sturm und keinen mehr im Mittelfeld. Blöd. Das sind so schlechte Werte hier. Da kennt man gerade mal noch einen, wobei 15 halt auch schon wirklich ziemlich schlecht ist. Kontrolle 5, das ist. Pff. Ja, hat man wieder Verteidiger. Na, da werden wir dran trotzdem noch warten. Wir spielen jetzt einfach mal. Ich habe ja schon überlegt. Also in der letzten Folge schon erwähnt, wollen wir simulieren? Nee. Ich würde sagen, wir spielen unsere Spiele alle selber. Wo wir natürlich nicht aufgepasst haben, ist hier zwecks der Verteidigung. Wir könnten da hingehen. So. Wenn wir Glück haben. Yes, wir haben Glück. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, bis jetzt läuft es eigentlich sehr, sehr gut mit unserer Mannschaft. Und ich glaube, mit der 5er Abwehrkette spielen wir eigentlich sehr, sehr gut hier. So, nimm mir bitte den Ball nicht ab. Nein. So, wenn wir jetzt hier. Ah, wir können keinen hohen Pass geben. Nee. Gelupfter Pass. Ah, das schaut nicht so gut aus. Spielen wir mal hier hoch. Schon auf jeden Fall, dass der Ball von unserem Tor hier wegkommt. Oh, schade. Das ist schon mal das mit dem gelupften Pass. Ey, ich spiele den eigentlich so ungern. Da man eigentlich wirklich sehr, sehr schlechte Chancen hat, dass man hier trifft. Warte mal, hier haben wir 6. Wir können es probieren, aber. Schaut hin, bekommt einen Gegenspieler. Oh. Ja, also gelufter Pass, da muss man wirklich schon sehr, sehr gut. Genauigkeit, um Pässe alles haben, damit man hier mal trifft. Torwart! Gut gemacht. So, wir haben ja noch 6 Aktionen, also wir dürfen noch. Und dann der Gegner. Langer Pass. Ah. Genau, wenigstens nehmen wir den Ball wieder ab. Jetzt muss er ihn erstmal wieder zurückerobern. Vielleicht haben wir Glück und er schafft es gar nicht. Eine Aktion, zweite. Ja, also er kann auf jeden Fall schon mal kein Tor mehr schießen. Und wenn ihr mal sein Beierlein hier anschaut, die Energie. Oho. Der ist schon am Schnaufen hier.
So, wenn wir jetzt mal denken, wir haben nicht mal einen Auswechseltorwart, sollte da mal irgendwas passieren? Da haben wir 14. Ja, komm, wir lassen ihn auch mal spielen. Gut, bringen wir mal für Graf. Den für Weitzel. Wie gesagt, die müssen mal spielen. So, okay, das lassen wir so. Aber das finde ich wirklich toll mit der Auswechslung. Ja, du kommst nicht vorbei, perfekt. Nee, unsere Abwehr steht super hier. Gelupfter Pass, das. Ja, probieren wir es mal über hier. Ich hoffe mal, dass wir hier vorbeikommen. Yes. Wir könnten zwar jetzt auf Kontrolle machen, wir probieren aber den Schuss. Und der geht sogar rein. Schaut euch hin, der Torwart schaut nur zu, wie er reingeht. Hey. Oh, leck, er kommt durch. Vergiss es, Torwart hält. Und vor allem, er hält fest, er lässt ihn nicht los. Plus 8, naja, so kommen wir auf jeden Fall mit unserem Torwart schnell weiter. Aha. Dann gehen wir wirklich nur bis dahin. Oh, nur gelupften Pass. Ah, shit. So war das nicht geplant. So, eine Aktion noch. Nimmt man den Ball ab. Müssen wir natürlich schauen, dass wir jetzt hier einen Ball zurückbekommen. Okay. Recht einfach für uns. Gelupfter Pass. Ja. Ich würde sagen, bleiben wir unter Kontrolle. Ah, er hat jetzt zum Beispiel 42. Die anderen, wo wir das hatten, die hatten nämlich nur 36 dann. Aber ist schon mal gut, wenn es klappt. Müsste er, glaube ich, auch bloß dazu bekommen. Ah, gelupfter Pass. Das wäre natürlich super, wenn wir Tor schießen würden. Der Gegner kann es auf jeden Fall schon nicht mehr aufholen. Ja, da haben wir es 3-0. Die wechseln jetzt in der 90. Minute nochmal ein. Also, wenn sie jetzt ein Tor schießen, haben wir halt eins kassiert. Aber Abwehr hält stand. Perfekt, Jungs. Okay. Das war wohl nichts mehr. Kovac, unser bester Spieler. Lohheit. Mittelfeld. Stolberg, unser Torwart. Verteidigung, ja, sobald die eine neue Stufe erreichen, kriegen die auch die besseren Werte dazu. Ah, Boringer, unser Torwart auch. Ja, was wählen wir denn? Dürfen wir da, wir dürfen da nämlich noch gar nichts nehmen. Er hält plus 50% auf Verteidigung und Kontrolle, wenn er am Tor steht. Wo soll er denn sonst stehen?
können ihn ja schlecht in den Sturm stellen. Ne, also jetzt machen wir mal hier noch Upgrade. Wir müssen erstmal das hier nehmen. Fängt Torschüsse ab, die Nachbarfelder kreuzen. Ah. Ich finde es halt schade, dass wir dann hier nichts auswählen können. Vielleicht müssen wir wirklich erstmal das hier voll haben. Jetzt wir machen mal. Pass in freien Raum. Ja, das andere dauert halt dann wirklich schon von verdammt lange, wenn man jetzt hier denkt, wie lange die dann für so ein Ding brauchen, bis sie dann mal was erlernen. Oh, 1161. Wir haben 20 Ruhm. Da müssten wir normalerweise uns jetzt was holen können. Jetzt warte mal. Die Transferfrist endet morgen. Bevor die Frist endet, stellen Sie sicher, dass Sie bestehende Verträge erneuern, neue Spieler auf den Transfermarkt kaufen oder Spiele Ihrer Mannschaft verkaufen. Tja, da ist aber gar nicht gerade irgendwas dabei. Wir haben eigentlich nur ihn zum Verlängern. Was? Hey, spinn die. Schaut euch mal das an. Für ein Jahr 62.000. Ja, brennt ihr. Interesse Mittel, also der ist eh nicht so interessiert daran. ...50% jetzt, 50% im nächsten Transferfenster. Komm, das werden wir machen. Es ist zwar schade, dass er jetzt weg ist. Ach so, wir bräuchten ja noch einen Mittelfeldspieler jetzt. Shit. Dann müssen wir aber trotzdem mal schnell hier reinklotzen. Stadiongröße brauchen wir eh noch nicht. Ihr seht ja unsere Fans momentan. Trainingsplätze. Scouting. Erster Scout. Verfügbar für eine Behandlung. Das müssen wir machen. Und dann machen wir nämlich unseren Mannschaftsarzt. Und dann hoffe ich jetzt mal, dass die Verletzung runtergeht. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Da ist... Warte mal. Oh, Alter, 18 Jahre. Kostet gleich 19.000. Das ist schon teuer. Oh nee. Ah nee, schau mal an, 34. Nee, das ist schon ein bisschen alt. Wir werden jetzt trotzdem ihn mitnehmen. Trotzdem noch als Verteidiger. Da brauchen wir wirklich Ruhm dazu. Also Mittelfeldspieler werden wir brauchen. Aber da könnten wir uns halt wirklich... Ach so, dann brauchen wir auch Ruhm dafür. Drei Stück. Deswegen ist es hier hinten, ne? Was haben wir denn sonst noch? 12. Ja, dann holen wir uns trotzdem hier ihn als Stürmer noch dazu. So, ja. Mittelfeldspieler haben wir keinen. Das ist ärgerlich. Ey, wir sind erster Platz.
19 Punkte. Verkaufen. Ja, jetzt schauen wir erstmal schnell hier weiter, was jetzt hier kommt. Ich glaube, so weit haben wir noch nie gespielt. Oh, unser Pokalspiel. Kino hat sich verletzt, wenn sie ihn nicht von der Spiel... Top 5 Transfer der Amateurliga. Ja, 132.000, das ist natürlich schon der Wahnsinn. Kann es sein, dass eigentlich immer nur ich einkaufe? Schaut zumindest so aus. Also, wir haben das Hinspiel 4-0 gewonnen. Dann gehe ich mal davon aus, dass wir auch jetzt das Rückspiel gewinnen. Wir müssen aber hier auswechseln. Wir können ja nicht nur mit... Der hat vor allem Pass 30. Ja komm, dann müssen wir ihn reinhauen. Das geht gar nicht anders da. So. Zwei Stürmer, zwei Mittelfeldspieler. Wir müssen schauen, dass wir hier durch Feldhahn ist natürlich hier hinten Pechstein. Dass wir an Pechstein vorbeikommen, der wäre hier. Also, Kovac, wir wechseln dich hier hinten durch. Da hast du hier vielleicht gute Möglichkeiten. Und da bin ich gespannt jetzt. Hier haben wir ein rotes Trikot. Haben wir, glaube ich, schon lange nicht mehr gespielt. Also, wir müssen schauen, dass wir Kovac hier unten finden. Jetzt werden wir aber auch gleich den Torschuss probieren. Yes! Wir müssen dann auch mal schauen, dass wir unsere Leute ein bisschen laufen lassen, dass sie vielleicht andere Positionen hier finden. Du kommst hier nicht rein. Hey, der kommt doch durch. Nein! Halt den Ball. Ja, das ist natürlich das Gute jetzt, was wir ihn abgegradet haben, dass er bei einem Torschuss, wenn jetzt ihn an ein Hexfeld, also ich sage jetzt mal Hexfeld, an ihm vorbeigeht, dass er hier auf den Ball zurennt. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt warte mal, müssen wir eigentlich trotzdem, glaube ich, hier runterspielen. So, da haben wir nur den gelupften Pass. Jetzt warte mal, der kann ja auch laufen. Na, jetzt machen wir aber trotzdem voll unsere Abwehr hier auf. Wir gehen auch trotzdem hier runter. Soll der Gegner doch erstmal kommen? Weil dann braucht er schon mal zwei Aktionen, um uns hier den Ball wegzunehmen. Und er schafft es nämlich nicht mal. Jetzt sind wir sehr, sehr gut vorne eigentlich. So, probieren wir es so. Jetzt können wir mal gucken, ob wir an ihm vorbeikommen. Yes, wir kommen vorbei. Und jetzt unser Torschuss. Oh, schade. Macht aber nichts. Wir sind jetzt eigentlich sehr gut hier vorne. Der wird jetzt sowieso zu ihm spielen. Gehe ich. Nein, er bleibt bei der Ballkontrolle. So, Kovac. Du gehst nach vorne, nimm dir den Ball ab. Das schaut nicht gut aus. Aber komm, wir probieren es. Ja, und das ist schon... Was ich überhaupt nicht verstehe, wenn wir unter Kontrolle spielen, haben wir eigentlich nie eine Chance, den Ball zu behalten. Ist immer komisch. Du kannst da bleiben. Halbzeit. Wir müssen jetzt trotzdem mal, wir hauen jetzt mal Kovac raus, dass er sich wieder ein bisschen ausruhen kann. Das schaut eigentlich relativ gut aus. Wir bleiben so. Aber bis jetzt nur 1-0 ist natürlich überhaupt nichts.
Perfekt. So, eins. Ich würde denen ja auch gern mal eine Chance hier lassen, dass die auch mal ein bisschen mehr in der Erfahrung hier steigen. Zehn. Ich glaube, durchkommen. Ah, könnte man eigentlich schon. Ich glaube, wir gehen hier unten. Oh, wir schaffen es sogar. Und wir haben noch eine Aktion. Komm, treff bitte, treff. Nein, ihr trefft nicht. Was machen wir da jetzt? Jetzt gehe ich erstmal hier hin, mach erstmal hier zu. Vielleicht haben wir Glück. Ja, wir nehmen sogar einen Ball ab. Jetzt warte mal, können wir nur ein Feld laufen? Nein, macht nicht. So. Okay, schon zwei Aktionen nur, um da hinzukommen. Und jetzt kriegt er nicht einmal den Ball weg von uns. Sehr gut. Jetzt warte mal, wenn wir jetzt hier hinspielen, 1, 2, und dann hat er noch einen Schuss frei. Jetzt müsste er halt treffen, das wäre super. Und? Nice! Hey, ja, die Spieler, wenn sie eine gute Position haben, auch wenn sie nicht so gute Werte haben, die können aber treffen. Oh. Hey. Schöpfe, wo bist denn du? Du bist hier. Müssen wir auswechseln. Könnte man jetzt eigentlich im Ball ins Ausspielen? Nee. Eins. Zwei. Und den lassen wir jetzt auch nochmal einen Torschuss probieren. Sowieso die letzte Chance von uns. Okay, der nimmt ihn ab. Macht nichts. 2-0 gewonnen. Das Hinspiel war ein bisschen besser. Jetzt mal schauen. Aha. Ja, ihr seht schon, also die haben natürlich dann einiges, was sie hier gleich mehr bekommen. Kovac, Graf. Ja, das gefällt mir. Boah, 2296, der Rubel rollt. Neue Fans haben wir leider keine bekommen. Schade. So, jetzt müssen wir mal gucken. 7, Burghausen. 7-1. So, hier haben wir 4 neue Fans. Halt, Mitteilung. Können wir das lesen zwischendrin? Nee. Altes München FC. Pokalspiel. Das glaube ich, werden wir verlieren. Hey, der hat sich von seiner Verletzung erholt. Jetzt warte mal, wo ist der? Ach, hier unten, ne? 28, 21. Okay, müssen wir jetzt mal leider austauschen, ne? Eine Sechser. Da müsste man eigentlich glatt hier rein. Da hätten wir schön hier offen. Und dann. Ich weiß nicht. Gehen wir hier rein. Doch, würde ich schon sagen. Die Abwehr lassen wir so. Könnten wir eigentlich den?
Ja, wir haben ja sowieso keinen Mittelfeldspieler mehr. Ne. Können wir die Abwehr so lassen? Aber schaut mal an, Verteidigung 47. Was habe ich überhaupt? 33 höchstes. 51. Boah. Mittelfeld 35, 38. 42, 3. Das werden wir gnadenlos verlieren, Leute. Ohne Mist. Ja. Das werden wir sowieso erst in der nächsten Folge sehen. Und müssen wir trotzdem mal schnell mal hier hingucken. Ja, da können wir uns leider nichts holen. Da bräuchte man wirklich. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir müssten beim nächsten Mal wieder eins von denen drei hernehmen. Unser Torwart ist eigentlich super, ey. Da können wir gar nichts sagen. Ja, die trainieren jetzt solche alles verletzt. Ah ja, schaut mal, die Zeit geht wirklich schnell runter. Das war mal bei über 7 Monate jetzt gerade noch. Okay, nee. Alter, es war wirklich schon gut, dass wir es gemacht haben. Schauen wir mal schnell. Warte mal, gegen wen spielen wir? Altes München FC. Minus 10. Ja, aber wenn ihr jetzt mal denkt, wir sind Amateurliga und jetzt gegen dritte Liga spielen. Boah, schaut mal an, was die hier beim ersten Platz an Ruhmpunkte bekommen. Was ist denn hier die erste Liga? 400. Ich glaube, das wird noch lange dauern, bis wir da hinkommen. Wir kriegen gerade mal 20. Oh mein Gott. Ja, da können wir gespannt sein auf die nächste Folge, was hier bei diesem Spiel rauskommt. Also ich denke, wir verlieren bestimmt. Ja, okay, ich denke mal vielleicht. Na, okay, wir schießen kein Tor. Sagen wir mal 4-5-0 werden wir bestimmt verlieren. Werden wir sehen. Alles beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's es gut. Tschüss.